Es ist unerträglich, wenn Rassisten und Nazis versuchen, auf dem Rücken der Flüchtlinge und ihres Elends ihre braunen Süppchen zu kochen. Da darf kein Fußbreit gegeben werden. Es geht nicht darum, uns auseinanderdividieren zu lassen, Ausgaben für Soziales in Deutschland zu stellen gegen Ausgaben für Flüchtlinge. Im Gegenteil, wenn jetzt darüber geredet wird, dass für die Flüchtlinge maximal vielleicht 10 Milliarden Euro bereitgestellt werden, dann ist das zwar eine so gesehen große Summe, aber wenn ich sehe, dass in Deutschland alleine durch legale Steuervermeidung und Steuerflucht große Konzerne und Reiche über 100 Milliarden jedes Jahr am Fiskus vorbeischleusen, dann relativiert sich die Dimension. Also lassen wir uns nicht gegeneinander ausspielen. Helfen wir den Flüchtlingen, helfen wir ihnen in ihrer Situation und sehen wir zu, dass dieses Land gerechter wird.